Moin Moin, willkommen zurück bei Sacred 2. Wie vielleicht dem einen oder anderen auffällt, hat sich hier plötzlich so einiges verändert. Ich kann mal so eine Rundumsicht machen. Und zwar die Auflösung ist etwas geringer, jetzt 720p statt vorher 1080p. Dafür habe ich aber sämtliche anderen Grafikregler aufs Maximum geschaltet. Und so sieht das Ganze meiner Meinung nach irgendwie besser aus als vorher. Auch wenn die Auflösung, wie gesagt, ein klein bisschen geringer ausfällt, das Ganze hat natürlich auch einen Grund, und zwar ist das folgender. 1080p hat zum einen beim Aufnehmen sowie beim Rendern Probleme gemacht, weil es dauernd zu Frame-Einbrüchen gekommen ist. Das heißt, es hat zwischendurch immer mal wieder kleinere Ruckler im Bild gegeben. Nun gut, so viel dazu. Es hat sich nämlich noch was weiteres getan, und zwar ist das hier quasi schon Folge 4. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber das ist auch der Grund, auch einer der Gründe, warum ich auf 720p umgestiegen bin. Die komplette dritte Folge habe ich noch mit den alten Einstellungen aufgenommen und später beim Rendern habe ich dann so festgestellt, dass es die komplette Aufnahme einfach zerschossen hat. Weil ich das beim Aufnehmen nicht gemerkt habe, weil während der Aufnahme hatte ich die ganze Zeit 30 Frames pro Sekunde, aber die Aufnahme selbst, also die Videodatei, hatte dann nur 5 Frames pro Sekunde und das konnte man sich einfach nicht anschauen, das war unmöglich. Naja, deswegen muss ich das, was kurz in der, was in der letzten Aufnahme passiert ist, kurz zusammenfassen und dann ganz normal weiterspielen. Zum einen hatten wir ja vor, in diese Höhle hier zu gehen, in die hier, was wir jetzt natürlich schon getan haben und haben dort diese Quest erledigt. Wo ist sie? Verschollene, oh, schon aktiviert, okay. Ja, die verschollene Patrouille, in der Höhle haben wir halt diese, Patrouille der Wachen gefunden. Oder besser gesagt, wir haben deren Medaillen gefunden, weil die leider schon ja, tot waren. Und haben das dieser Wache der Hochelfen gemeldet und haben dadurch die Quest abgeschlossen gehabt. Anschließend sind wir dann noch ein kleines bisschen im Dorf rumgelaufen und haben, hier kann man nochmal ganz kurz gucken, 450 Gold haben wir für die Quest gekriegt. Dann hatten wir genug zusammen, um uns beim Runenmeister 4 Runen, die wir gefunden haben, in die Kampfkunstrune Feuersturm umzutauschen. Welche ich dann auch kurz zeigen werde. Die sieht ungefähr so aus. Das ist so ein Feuerring, der sich langsam um einen rum ausbreitet und der macht beim Auftreffen Schaden und dann anschließend macht er noch ein bisschen Schaden über Zeit. Die ist durchaus praktisch. Ja, danach sind wir nochmal zum Händler, haben uns ein paar Heiltränke gekauft, was ich jetzt, glaube ich, auch nochmal kurz machen werde. Und sind danach schon ein kleines Stück hier nach Norden raus, haben hier ein kleines bisschen erkundet und wollten dann die Quest Straßenräuber erledigen. Aber vorher nochmal ganz kurz zum Händler. Du-di-du. Du Händler, wo bist du? Doch. So, 15 Gold haben wir noch. Diese Waffe können wir verkaufen. Die Tränke benutzen wir sowieso nicht. Den ebenfalls nicht. Und ja, super. Das ist ja ganz famos. Das hat sich jetzt super gelohnt, wegen einem Heiltrank zurückzulaufen. Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte noch mehr Gold, aber macht ja nichts. Glück ist Geschick. Was er damit wohl meinen mag. Nun gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall vor, diese Quest Straßenräuber zu erledigen, wodurch wir diese drei Erbstücke von diesem Hochelfen dort im Dorf finden müssen. Und ja, dadurch gehen wir jetzt über diese Brücke und hinaus in die große weite Welt. Kobold erledigen. Welcher uns 2 Gold hinterlässt. Ach ja, und nebenbei haben wir natürlich noch die andere Quest, die ich gleich zeigen werde, wenn ich hier wieder ein bisschen Ruhe habe. So, zack und zack. Diese Quest mit den Koboldköpfen. Da müssen wir 25 Koboldköpfe sammeln. Das haben wir natürlich nebenbei auch schon ein bisschen erledigt. Und nee, ich werde doch nochmal ganz kurz in die Optionen gehen. Und den Ton ein klitzekleines bisschen nochmal leiser drehen, weil der, ups, doch ein klein wenig laut war. So, jetzt geht's aber richtig los. Du Schwein! Ups. Und Feuerball. Hinterlässt er uns einen Hüftgurt.
mit einem Rüstungspunkt. Besser als gar nichts. So, hier unten liegen noch ein paar Gegenstände. Was ist das? Schulterplatten. Na, leider für Dryade und Schattenkrieger können wir beides nicht anlegen. Dort lag noch ein Koboldkopf rum. Okay. So, hier kann man das erste Mal diese Runde Feuersturm ausprobieren. So hat man dann gesehen, alle haben Schaden gekriegt und ja, sind jetzt halt tot. Wenn wir das jetzt noch einmal machen, müsste die Gruppe jetzt so in eins erledigt sein. Müsste sie. Na? Ja, okay, habe ich vielleicht ein, zwei doch nicht. Ach, da in dem Busch stand einer drin, den habe ich gar nicht gesehen. So, haben wir den erwischt. Den nicht erwischt, komischerweise. So, und das dürfte Koboldkopf Nummer 25 sein. Nein, doch nicht. Schade. Aber der nächste, den wir dann wahrscheinlich erwischen, gleich. Da liegen noch zwei Stück rum. So, erledigt. 25 Koboldköpfe. Erwischen wir ihn? Nein, natürlich nicht. Ja. So, na los. So. Na, willst du wohl? So, eins und zwei erledigt. Da haben wir drei Schweine. Den geben wir doch mal direkt einen Feuersturm ab. Ich hätte den ein bisschen Schaden machen müsste. So, erledigt. Den noch einmal treffen. Einmal noch treffen, danke. Den mal einen Feuerball und auch noch einmal treffen. Und auch erledigt. So, und hier in diesem Gebiet fällt vielleicht auch auf, trifft man auf ziemlich viele Champions. Was gerade in den ersten Leveln ein ziemliches Problem ist, weil die eine recht hohe Trefferchance haben. Also hier kann man sehen, kann man sich die letzten Gegner angucken, so Statistiken. Da kann man sehen, der hat 240 Leben. Die Trefferchance für den Spieler, also für uns, ist 47%. Also knapp jeder zweite Schlag von uns trifft nur. Und Trefferchance für den Gegner 71%. Das heißt, er trifft uns öfter, als wir ihn treffen. Das ist aber noch. Das ist. Ich weiß genau, wie es später aussieht. Ups. Da war er doch schon erledigt. Ich weiß ganz genau, wie es später aussieht. Und da wird das dann später, wenn die Kampfkunstrune, hier der Feuersturm, wenn er ein bisschen modifiziert ist, dann ist das Ganze ein bisschen angenehmer zu spielen. So, dort haben wir zwei Stück. So, erwischt. Na, wieso haben wir den jetzt nicht getroffen? So. Auch den. Dann haben wir den zuerst getroffen, vorhin mit dem Feuerball. Und damit steigen wir auf Stufe 5 auf. Und können damit voll um, sehr gut. Und dürfen uns eine dritte Fertigkeit aussuchen. Was nehmen wir denn da? Wir haben bisher Infernokunde und Rüstungskunde, was zum einen unseren Feuerschaden und zum anderen unsere Rüstung erhöht. Jetzt können wir noch was weiteres lernen. Zum Beispiel könnte man Zauberstabkämpfer nehmen. Die macht, dass wir zum einen mit Zauberstäben, also wenn wir Zauberstäbe ausgerüstet haben, dass wir mit denen dann so kleine Energiebälle schießen, also dass die Stäbe dann quasi Fernkampfwaffen sind. Taktikkunde ist allgemein Nahkampfschaden, werden wir nicht brauchen, Schwertkämpfer genauso wenig, da wir eine Magierin spielen und irgendwie kaum mit Schwertern kämpfen werden, außer jetzt am Anfang, weil wir noch keinen guten Stab haben und dieses Schwert relativ viel Schaden macht. Man könnte vielleicht eine allgemeine Fähigkeit, Handel, dann kriegen wir ganz coole Gegenstände beim Händler. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch. Aber ich weiß nicht. Ich denke, von den Fähigkeiten, die wir jetzt auswählen können, will ich noch keine. Deshalb werde ich jetzt Handel skillen. Einen weiteren Punkt in die Rüstungskunde. Und einen weiteren in Infernokunde. Dann noch einen Punkt auf Vitalität für ein kleines bisschen extra Leben. Und weiter geht's. Ich habe mich lang genug aufgehalten jetzt.
fast 10 Minuten in Aufnahme und wir haben das Lager immer noch nicht erreicht. So, mal wieder ein neuer Champ. Ach, und mit Level 5 haben wir hier einen dritten Slot gekriegt, wo wir eine neue Kampfkunstrune reinpacken könnten, wenn wir denn eine hätten. Ein neuer Heiltrank. Ein Stück haben wir nur noch. Oh oh. Dann werde ich jetzt... Nein, das ist mir zu riskant. Den erwischen wir noch. Und jetzt laufen wir einfach zum Dorf zurück. Und geben die beiden Quests ab. Weil die mit den beiden Koboldköpfen haben wir ja auch schon erledigt. So, auf dem Weg werde ich dann noch... Okay, der haut dann doch von mir ab. An diesem Baum habe ich übrigens Part 3 beendet. Habe ich mich so hingestellt und dann... Ja. Aber diese Aufnahme habe ich ja gelöscht, weil die nicht zu verwerten war. Nicht zu verwenden war, meine ich. Okay, dann haben wir diese beiden Quests auch noch erledigt und können dann direkt im Dorf gucken, ob es da noch eine Quest gibt, welche man hier in näherer Umgebung erledigen kann. Ansonsten würden wir uns dann auf den Weg in die nächste Ortschaft machen. So, da haben wir hier noch eine kleine Quest, die könnte ich... Ich weiß nicht. Ja, doch. Ich glaube doch. Ich glaube, die zeige ich gleich nochmal kurz. Weil die auch relativ schnell geht. Aber hier haben wir erstmal den Hochelfen, wem wir seine Erbstücke zurückbringen. Er bedankt sich und wir erhalten einen Ring nebst 1500 Erfahrungspunkte. So, und zwar einen Fingerreif. Und was hat der für Fähigkeiten? Hier unten haben wir ihn. Schaftwaffenkämpfer plus 1. Na, super. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und hier, der Ring. Schwertkämpfer plus 1. Können wir auch überhaupt nicht gebrauchen. Haben wir hier einen Spangenhelm. Hat fast genauso viel Rüstung, aber die Regenerationsbelastung ist geringer. Deshalb werden wir den anlegen. Die, die Regenerationsbelastung ist... also es beeinflusst, wie stark die Rüstung... Oh, jetzt labern hier so viele durcheinander. Die Regenerationsbelastung beeinflusst, wie stark sich die Rüstung auf die Regenerationszeit der Runen auswirkt. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt gar keine Rüstung angelegt hätte, dann sehen die Regenerationszeiten noch ein bisschen anders aus. Ups, so. So haben wir 3,8 Sekunden und jetzt legen wir die mit der Regenerationsbelastung an und jetzt sind es immer noch 3,8 Sekunden. Ha, super Vorführeffekt. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir diese Plattenstiefel, die belasten die Regenerationszeiten mehr. Und wenn man so Sachen aus Stoff trägt, also gerade Sachen für Magier, die negieren diesen Effekt, also die machen den rückwärts. So dass es die Regenerationszeiten absenkt. So, verkaufen wir den ganzen Quatsch hier. Und holen uns ein paar weitere Heiltränke. So, jetzt haben wir wieder ein paar. Ja, ich weiß, das ist am Anfang eine Krätze. Man gibt sein ganzes Gold für Heiltränke raus, nur damit man ein bisschen vorwärts kommt. Aber das macht gar nichts. So. Dann werde ich kurz diese Quest euch vorführen. Du holst mir mein Teddy wieder. Ich habe da in einer Höhle gespielt und mein Teddy verloren. Holst du mir wieder? Bitte, bitte, bitte annehmen. Wer mit Bären spielt, das müsste auch gleichzeitig das Tutorial für die Reliquie, müsste es? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kriegt man dann eine Reliquie, welche einen besonderen Ausrüstungsplatz hier unten links belegt. Das erhält man, wenn man diese Quest abschließt. Aber dazu öffne ich erstmal dieses Fass. Erhalten einen weiteren Heiltrank, das ist doch super. Was hast du zu sagen? Vorsicht, Amon-Shi. Jenseits dieser Brücke werden die Götter euch nicht mehr schützen.
Seid ihr sicher, dass ihr keine Aufgaben mehr in Schlenfort zu erledigen habt und eure Künste im Kampf nicht weiter stärken wollt? Ich bin wahrlich ein Meister meines Fachs. Okay. Dann stellen wir uns hier auf diese Brücke, zoomen ein wenig heran, damit wir unsere Rohrelfe voll im Blick haben und beenden den Part an dieser Stelle. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!